Ich möchte euch heute ein Konzept vorstellen, das mir persönlich sehr geholfen hat in meinem Leben. Und zwar geht es bei diesem Konzept um die Four Agreements. The Four Agreements, also die vier Abmachungen, ist ein Buch von Don Miguel Ruiz. Und in diesem Buch geht es um vier Abmachungen, die du mit dir selber treffen kannst. Die vier Abmachungen sind: Be impeccable with your word. Don't take anything personally. Don't make assumptions and always do your best. Be impeccable with your word, also auf Deutsch, sei tadellos mit deinem Wort, gehe gut mit deinen Worten um. Ja, Worte sind mächtig. Das heißt, bei Worten, da geht es sowohl um das gesprochene Wort, als auch um Gedanken, um Worte, die du in deinem Kopf denkst. Also, darunter fällt zum Beispiel, dass du ehrlich bist. Sei ehrlich zu dir selber, sei ehrlich zu den anderen. Sprich aus, was deine Wahrheit ist. Lüge nicht. Darunter fällt meiner Meinung nach auch, wenn du zum Beispiel denkst, ah, das kann ich nicht. Stopp, diesen Gedanken gleich rückgängig zu machen und zu sagen, doch, das kann ich. Weil eigentlich bedeutet, das kann ich nicht nur, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht oder ich habe noch nicht die Fähigkeiten, um das wirklich durchzuführen. Das heißt, unsere Gedanken darauf zu achten, das ist das erste Agreement. Achte auf deine Gedanken und achte darauf, was du und wie du zu anderen sprichst. Worte sind ungeheuer mächtig. Das zweite Agreement ist, don't take anything personally, und das ist ein unglaublich starkes Agreement. Du musst nichts persönlich nehmen. Egal, was jemand zu dir sagt, nimm es nicht persönlich. Leute sprechen immer über sich selber. Wenn jemand aggressiv ist gegenüber dir, dann ist das nicht wegen dir. Dann ist es aufgrund der Verfassung der anderen Person. Ja, es kann sein, dass du der Auslöser bist für das Gefühl bei jemandem anderen. Aber du bist nicht die Ursache. Das bedeutet, egal was jemand zu dir sagt, nimm es nicht persönlich, hilf dem anderen, hör ihm zu, aber nimm nicht persönlich, was der andere sagt. Das dritte Agreement ist, don't make assumptions. Man kann es auch so übersetzen, nimm keine Erwartungen an. Erwarte nichts. Erstens kann man das so interpretieren, wenn du dir nicht sicher bist, was der andere gemeint hat, nimm nicht an, dass irgendwas so oder so gemeint war, sondern frag nach. Wenn du dir unsicher bist, ist es immer das Beste, einfach nachzufragen. Wenn sich jemand lange nicht bei dir meldet, weil er dich nicht anruft zum Beispiel, dann nimm das Telefon in die Hand und ruf du ihn an und frag ihn, wie es ihm geht. Es muss nicht sein, dass es wegen dir ist, dass er dich nicht anruft. Gleichzeitig nimm nicht an, dass etwas stattfinden wird. Wenn du dich mit jemandem triffst, dann triff dich immer so, dass du dort vor Ort bist und wenn diese Person zum Beispiel gar nicht kommt, naja, dann mach einfach etwas anderes. Dann nimm ein Buch mit zum Beispiel, lies dieses Buch. Erwarte nicht, dass etwas passiert, erwarte aber auch nicht, dass es nicht passiert. Dies kann einem sehr viel Drama persönlich ersparen, glaub mir. Und das vierte Agreement, always do your best, gib immer dein Bestes. Das heißt nicht, dass du dich auspowern sollst, das heißt nicht, dass du dich ausburnen sollst, sondern dass du in deinem Zustand, in dem Zustand, in dem du gerade bist, einfach versuchst, dein Bestes zu geben. Blicke auf die Details, schau, dass die Detailarbeit stimmt, schau, dass das große Ganze stimmt, schau, dass du mit einem positiven Mindset zu der ganzen Sache hingehst, vermeide, dass du irgendwie hudelst, also dass du dich stresst, dass du zu schnell arbeitest, schneller als du eigentlich könntest. Vergiss nicht, Schnelligkeit kommt eigentlich erst durch Übung. Hudeln, sich stressen, bringt niemandem etwas. Das heißt, versuche immer dein Bestes zu geben, wie halt dein Zustand es gerade ermöglicht. Das sind die Four Agreements von Don Miguel Ruiz. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Lasst mich wissen in den Kommentaren, was denkt ihr zu diesen Four Agreements. Ich versuche sie in meinem Leben zu implementieren und ich kann nur sagen, immer wenn ich das schaffe, immer wenn ich das erreiche, dann hat es mir sehr, sehr viel geholfen.